Aus die Maus, Druckerschwärze, die Taz wird digital. Haltet eure Hüte fest, Leute, denn es gibt Neuigkeiten. Die deutsche Tageszeitung Taz trennt sich vom Druck. Ja, ihr habt richtig gehört, sie werden komplett digital und sagen der Druckerpresse auf Wiedersehen. Dieser mutige Schritt markiert das Ende einer Ära für die Zeitung und hat die Medienlandschaft erschüttert. Bekannt für ihre progressiven Werte und ihre unabhängige Stimme, war die Taz schon immer ein Pionier der Branche. Doch jetzt, angesichts der Herausforderungen einer sich rasant verändernden Medienwelt, stellt sie sich der Zukunft. Aber das ist keine überstürzte Entscheidung. Die Taz hat diesen Übergang sorgfältig geplant und ist zuversichtlich, dass es der richtige Schritt für ihre Zukunft ist. Also, schnallt euch an, denn wir tauchen jetzt ein in die Gründe für diesen seismischen Wandel und was er für die Taz und die Welt der Nachrichten bedeutet. Die Taz packt aus. Seien wir ehrlich, die Medienbranche ist hart. Es ist, als würde man versuchen, Kettensägen zu jonglieren, während man auf einem Einrad auf einem Drahtseil fährt. Und für gedruckte Zeitungen ist es noch härter. Die Taz weiß das nur zu gut. Sinkende Leserzahlen? Check. Steigende Druckkosten? Check. Der unaufhaltsame Aufstieg der Online-Nachrichten? Check. Und nochmal, check. Diese Faktoren haben einen perfekten Sturm für Printmedien geschaffen und die Taz stellt sich ihm frontal entgegen. Aber es geht nicht darum, aufzugeben. Es geht darum, sich anzupassen, um zu überleben. Die Taz sieht die Zeichen der Zeit und sie scheut sich nicht, mutige Entscheidungen zu treffen. Die Redaktion ist überzeugt, dass der Schritt zur vollständigen Digitalisierung der beste Weg ist, um ihre Zukunft zu sichern und weiterhin den hochwertigen Journalismus zu liefern, für den sie bekannt ist. Es ist zwar traurig, die Printausgabe gehen zu sehen, aber es ist auch spannend zu sehen, wie die Taz das digitale Zeitalter für sich nutzt und einen neuen Kurs einschlägt. Digitale Dominanz, die Zukunft der Taz. Okay, die Taz wird also digital. Aber was bedeutet das eigentlich? Nun, haltet eure Tastaturen fest, denn jetzt wird es interessant. Zunächst einmal stürzt sich die Taz nicht planlos in den digitalen Abgrund. Sie launchen eine überarbeitete Website und App, die es einfacher denn je machen, die tägliche Dosis Taz-Güte zu erhalten. Stellt euch ein schlankes Design, einfache Navigation und personalisierte Newsfeeds vor. Aber das ist noch nicht alles. Es wird auch eine wöchentliche digitale Ausgabe geben, die wie ein kuratiertes Paket mit den besten Taz-Inhalten daherkommt. So kommen die Leserinnen und Leser auch weiterhin in den Genuss von fundierten Berichten und Analysen, nur eben in digitaler Form. Und nicht zu vergessen die sozialen Medien. Die Taz plant, ihre Präsenz auf Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram zu verstärken, um mit ihren Lesern in Kontakt zu treten und Gespräche anzuregen. Eine Geschichte der Innovation. Die Taz bricht mit Konventionen. Die Taz springt nicht einfach auf den digitalen Zug auf. Sie war schon immer ihrer Zeit voraus, hat Grenzen verschoben und den Status quo in Frage gestellt. Gegründet 1978 von einer Gruppe von Aktivisten und Journalisten, war die Taz nie eine typische Zeitung. Von Anfang an standen Unabhängigkeit, Leserbeteiligung und soziale Gerechtigkeit im Vordergrund. Sie war die Stimme des Volkes, bot marginalisierten Gruppen eine Plattform und packte schwierige Themen direkt an. Im Laufe der Jahre hat die Taz immer wieder neue Maßstäbe im Journalismus gesetzt. Sie war eine der ersten Zeitungen, die das Internet für sich entdeckten und bereits 1995 ihre Website starteten. Sie experimentierte mit neuen Formen des Storytelling, setzte sich für Bürgerjournalismus ein und nutzte ihre Plattform, um sich für sozialen Wandel einzusetzen. Abschnitt 5. Schwarz auf Weiß. Kann die Taz Online überleben? Kommen wir nun zu den Zahlen, denn in der Welt der Medien spielen sie eine Rolle. Die Taz weiß, dass sie einen harten Kampf vor sich hat. Sie ist eine kleine Zeitung, und die digitale Welt ist ein hart umkämpfter Ort. Aber sie gibt nicht auf. Die Redaktion hat sich ehrgeizige Ziele für ihre digitale Transformation gesetzt. Sie wollen ihre Online-Leserschaft in den nächsten 2 Jahren um 50% steigern.
Außerdem wollen sie ihre digitalen Abonnements ausbauen, die sie als entscheidend für ihre langfristige Existenzsicherung ansehen. Sie müssen die Leser davon überzeugen, dass Qualitätsjournalismus auch im digitalen Zeitalter etwas wert ist. Das ist eine mutige Wette, aber die Taz ist zuversichtlich, dass sie es schaffen kann. Sie hat eine treue Leserschaft, eine starke Marke und ein engagiertes Team. Abschnitt 6. Abschied vom Zeitungspapier. Die digitale Revolution der Medien. Die Entscheidung der Taz, vollständig auf digital umzusteigen, ist ein Zeichen der Zeit. Die Medienbranche befindet sich inmitten einer digitalen Revolution und es gibt kein Zurück. Weltweit kämpfen Zeitungen mit den gleichen Herausforderungen, sinkende Auflagenzahlen, schrumpfende Werbeeinnahmen und der Aufstieg des Online-Nachrichtenkonsums. Das Internet hat unsere Art, Informationen zu konsumieren, grundlegend verändert. Wir wollen Nachrichten schnell, kostenlos und jederzeit verfügbar. Das hat sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Nachrichtenorganisationen geschaffen. Einerseits ist es im digitalen Zeitalter einfacher denn je, ein globales Publikum zu erreichen. Andererseits ist es auch schwieriger geworden, sich von der Masse abzuheben und Online-Inhalte zu monetarisieren. Abschnitt 7. Vorreiterrolle. Werden andere der Taz folgen? Die Taz wagt also den Sprung ins digitale Ungewisse. Die große Frage ist aber, werden andere Zeitungen nachziehen? Einige Branchenexperten glauben, dass die Entscheidung der Taz ein Wendepunkt sein könnte, der andere angeschlagene Zeitungen dazu ermutigt, einen ähnlichen Schritt in Erwägung zu ziehen. Denn wenn eine kleine, unabhängige Zeitung wie die Taz den Wechsel vollziehen kann, warum dann nicht auch andere? Natürlich wird nicht jede Zeitung den Erfolg der Taz wiederholen können. Es erfordert viel Planung, Ressourcen und auch ein bisschen Glück, um einen erfolgreichen Übergang ins Digitale zu schaffen. Abschnitt 8. Eine neue Ära für Nachrichten. Wie sieht die Zukunft des Journalismus aus? Die Entscheidung der Taz, vollständig auf digital umzusteigen, wirft wichtige Fragen über die Zukunft des Journalismus auf. Wie kann Qualitätsjournalismus in einer Welt überleben, die von sozialen Medien und Clickbait-Schlagzeilen dominiert wird? Eines ist klar: Journalisten müssen sich an das digitale Zeitalter anpassen. Das bedeutet, neue Formen des Storytellings zu entwickeln, Daten und Technologie zur Verbesserung der Berichterstattung einzusetzen und kreative Wege zu finden, das Publikum einzubinden. Es bedeutet auch, traditionelle Geschäftsmodelle zu überdenken und neue Wege zur Finanzierung des Journalismus zu finden. Abschnitt 9. Die Macht des Digitalen. Ein breiteres Publikum erreichen. Einer der größten Vorteile der Digitalisierung ist die Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. Mit ihrer Printausgabe war die Taz auf eine hauptsächlich deutschsprachige Leserschaft beschränkt. Doch nun, mit ihrer Online-Präsenz, hat die Taz das Potenzial, Leser auf der ganzen Welt zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für eine Zeitung mit einer so starken internationalen Ausrichtung. Indem sie ihre Inhalte in andere Sprachen übersetzt und in den sozialen Medien mit einem internationalen Publikum in Kontakt tritt, kann die Taz ihre Reichweite und ihren Einfluss vergrößern. Abschnitt 10. Ein wehmütiger Abschied. Abschied von einer Ikone. Nun, da sich die Taz von ihrer Printausgabe verabschiedet, ist es wichtig, die Bedeutung dieses Moments zu würdigen. Über 4 Jahrzehnte lang war die gedruckte Taz ein fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft, ein Symbol für unabhängigen Journalismus und progressive Werte. Ihr Fehlen an den Kiosken wird vielen fehlen. Doch während wir den Verlust des physischen Papiers betrauern, können wir auch das Vermächtnis feiern, das sie hinterlässt. Die Taz mag digital werden, aber ihr Engagement für Qualitätsjournalismus, soziale Gerechtigkeit und Leserbindung ist so stark wie eh und je. Und das ist es wert, gefeiert zu werden.